Leute, im heutigen Videotutorial zeige ich euch mal, wie man ganz simpel, ganz einfach und schnell einen coolen Vintage-Look, so einen Cross-Effekt auf ein Foto anwenden kann. Das Ganze in Photoshop und wirklich mit ganz wenigen Schritten erklärt. Ja, so einen coolen Vintage-Look oder so einen Cross-Effekt, wie viele auch dazu sagen, bekommt man eigentlich relativ einfach und wie immer in Photoshop über viele Wege ins Bild hinein. Und ich nutze dazu am besten oder am liebsten die Gradationskurven. Manche machen es auch anders. Ich zeige euch mal ein, zwei Wege. Wir öffnen uns die Datei, die wir bearbeiten wollen. Ich nehme da gerne wieder unser Porträt aus dem Porträt-Shooting-Tutorial für Outdoor-Fotografie, wie man ganz einfach auf der Straße ein cooles Porträt machen kann. Die Jane hat uns daher als Model gedient. Und hätte halt hier gerne so einen coolen, so ein bisschen Katalog oder Vogue-Style-Effekt. Da gehen ja die Tiefen so ein bisschen ins Bläuliche, die Haut oder doch die Lichter gehen so ein bisschen ins Gelbliche. Und am allereinfachsten geht es über eine Einstellungsebene, Gradationskurven. Und dann suchen wir uns nicht die kompletten RGB-Farben raus, sondern beschränken uns wirklich nur auf den Blauton. Was machen wir? Wir sehen ja hier so ein Histogramm. Auf der linken Seite sind die ganzen Tiefen und auf der rechten Seite sind die ganzen Lichter. Wir schieben uns hier einfach den Regler so ein bisschen nach oben und ihr seht schon, alle dunklen Töne, alle Tiefen werden so angehoben, bekommen so einen leichten bläulichen Touch. Und auf der anderen Seite machen wir das Ganze genau andersrum, daher auch Cross-Effekt. Kommt ursprünglich aus der analogen Fotografie und wurde da auch in der Dunkelkammer oft angewendet, um diesen Effekt zu bekommen. Und man hat es dann einfach adaptiert in die digitale Fotografie. Die Lichter ziehen wir halt nach unten, sodass die so leicht gelb werden. Und hier kann man natürlich, klar, man kann es komplett übertreiben, so nach persönlichem Geschmack halt anpassen. Und das war es auch schon. Ihr seht, vorher, nachher. Das Schöne ist, wenn es einem zu viel oder noch zu wenig ist, klicken wir einfach wieder hier rauf, Doppelklick, und kommen wieder in unser Menü, schauen nochmal uns die Werte an und können die dann nochmal nachkorrigieren. Das wäre der eine Weg. Das Ganze funktioniert ein Ticken anders, mit einem ähnlichen Effekt auch mit einer anderen Einstellungsebene, und zwar Tonwerte. Da haben wir auch wieder standardmäßig die RGB angeklickt, suchen uns da die Blautöne raus und beschneiden dann den Tonwertumfang. Hier unten einfach. Ja, mit den Reglern. Ähnlicher Effekt. Je nachdem, wo es passt, wie man es anwenden kann. Da hat ja jeder so seinen Lieblings-Workflow. Ich nutze oft die Gradationskurven. Die Tonwertkorrektur in dem Falle nutze ich eigentlich nur im Zusammenhang, wenn ich das Bild noch ein bisschen abflachen will. Also wieder auf RGB geklickt und dann die Tiefen nochmal aufgehellt und hier oben nochmal ins Dunkle. Das wäre so meine Version, wenn ich so einen Cross-Effekt haben will. Und die Tonwertkorrektur dazu nutze eigentlich nur dann, wenn ich das komplette Bild in den Tiefen auch nochmal ein bisschen aufhellen und abflachen will. Ansonsten nehme ich die Gradationskurven, wenn ich nur diesen Vintage-Look, diesen Cross-Effekt haben will. Jo, das war's auch schon. Das war's kurz und knapp, unsere Version von so einem Vintage-Look, so einen Cross-Effekt mit Photoshop zu erstellen. Wie macht ihr das? Nutzt ihr da auch Einstellungsebenen? Habt ihr nach einem bestimmten Filter oder einem Plugin? Schreibt es uns einfach unten in die Kommentare mit rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. An den Seiten gibt es wie immer die Links zu den anderen Giga-Kanälen und ein paar Infos auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Bis dann!